Ich freue mich, dass wir sehr kurzfristig Jan-Ulrich Hasecke begrüßen dürfen. Wir hatten Anfang Woche eine Ausfallmeldung und Jan hat sich ziemlich schnell bereit erklärt, den langen Weg von Deutschland in die Schweiz zu machen, um über Infrastruktur als Gemeingut oder wie holen wir uns das Internet zurück zu reden. Jan, herzlich willkommen. Ich übergebe dir die Bühne. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, doch noch hier sein zu können und euch ein bisschen was über Gemeingüter erzählen zu können. Zur Person. Ich bin schon ziemlich lange in der Open-Source-Community aktiv, habe einen Softwareverein mitgegründet, den deutschsprachige Soap-User-Group. Daraus ist dann der Python-Software-Verband hervorgegangen. Ich blogge ziemlich lange, seit 1998, bin Mitglied in so ein paar Softwarevereinigungen, habe ein paar Bücher geschrieben, einerseits über Software, andererseits aber auch über die soziale Plastik. Joseph Beuys, falls das jemandem was sagt. Und bin seit einiger Zeit Mitglied und Mitarbeiter der Hostsharing EG. Und ja, das Thema lautet also Infrastruktur als Gemeingut oder wie holen wir uns das Internet zurück? Das ist so ein Comic, mit dem ich eigentlich ganz gerne anfange, egal was das Thema ist, es passt eigentlich immer irgendwie. Also oben sind die ganzen Geschäftsmodelle von Google, Amazon, Facebook und so weiter. Also die so richtig viel Geld machen, richtig viel Asche machen mit der Arbeit, die irgendein Mensch ja ehrenamtlich da unten leistet. Also das ist so ungefähr das, wie sich das darstellt. Auf der anderen Seite zeigt das Bild auch sehr schön, wie kompliziert Infrastruktur ist. Wir haben es gerade gesehen, bis so ein einfaches Notebook mal hier ein Bild zeigt, dauert das schon mal was. Dann geht die Infrastruktur da hinten in die Kamera, von da aus in den Rechner, von da aus in irgendwelche Router, in irgendwelchen zentralen Knoten, von da aus dann wiederum möglicherweise zu Starlink von Elon Musk in Weltraum, dann wieder runter und irgendwo am Ende guckt vielleicht jemand dieses Streaming gerade. Also die ganze Infrastruktur ist immens komplex und da steckt wahnsinnig viel Geld drin. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Firmen, die damit sehr, sehr viel Geld machen, sehr, sehr viel Umsatz machen. Dann, was sind die Commons? Da gibt es so ein paar Schlagworte, die jeder vielleicht schon mal gehört hat. Allmende oder Gemeingut oder Gemeinressource. Dieser Begriff wird vielleicht häufiger fallen heute. Es kann aber auch sein, dass ein Commons einfach etwas ist, was man zusammen macht. Und das ist alles schön und gut. Infrastruktur als Commons kann man sich wünschen. Wunderbar schöne Utopie. Aber wie macht man das denn? Wie macht man es vor allen Dingen richtig? Und da gibt es eigentlich schon sehr viel, nämlich eine US-Politologin, Eleanor Ostrom, hat darüber geforscht und hat auch für ihre Analyse ökonomischen Handelns im Bereich Gemeinschaftsgüter, da ist ökonomisches Handeln, also etwas zusammen machen, schon mit drin. Dafür hat sie den Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen und das Hauptwerk, falls das jemanden interessiert, ist also Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action. Hat sie 1990 geschrieben, 2009 hat sie den Preis bekommen. Sie hat sich beschäftigt mit praktischen Gemeinressourcen und hat untersucht, wie diese Gemeinressourcen tatsächlich von den Leuten gemanagt werden. Das waren also Fischereiwirtschaften, Bewässerungssysteme. Ursprünglich hat sie mal angefangen, Bewässerungssysteme in Kalifornien zu untersuchen, die also dort in einer Art Gemeinbesitz von verschiedenen Gemeinden verwaltet worden sind. Wald- und Weidewirtschaften natürlich. Sie hat sich dann aber auch mit den Problemen des geistigen Eigentums beschäftigt. Im Großen und Ganzen ist sie eigentlich die Begründerin der Commons-Forschung, so wie sie heute eigentlich gemacht wird. In dem Buch von 1990, Governing the Commons, hat sie acht Designprinzipien
identifiziert aufgrund ihrer Feldforschung und hat da diese Designprinzipien also auch mal niedergeschrieben, sodass man sich also damit auseinandersetzen kann. Die sind hier mal alle aufgelistet. Die Quelle ist jetzt ein anderes Buch. Da wurden diese Prinzipien dann also ins Deutsche übersetzt und eben auch nochmal aufgewertet und nochmal synthetisiert mit Äußerungen, die sie dann später geäußert hat, während sie dann den Preis verliehen bekommen hat. So, meine These ist, dass Genossenschaften eigentlich ganz gut darin sind, diese Designprinzipien zu erfüllen. Und das würde ja dann bedeuten, dass wenn man Infrastruktur als Commons machen will, als Gemeingut, als Gemeinressource verwalten will, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, das als Genossenschaft oder mit verschiedenen Genossenschaften zu machen, möglicherweise mit ganz vielen Genossenschaften. Kommen wir zur ersten Regel. Das ist die Regel der Grenzen. Es existieren klare und lokal akzeptierte Grenzen zwischen legitimen Nutzern und Nichtnutzungsberechtigten. Es existieren klare Grenzen zwischen einem spezifischen Gemeinressourcensystem und einem größeren sozioökologischen System. Das ist natürlich nicht ohne Grund die erste Regel, weil das ist nämlich eigentlich die wichtigste. Wenn diese Regel nicht erfüllt wird, dann werden auch meistens die anderen Regeln nicht erfüllt. Und dann haben wir vielleicht eine schöne Sache, aber möglicherweise keine gute und nachhaltige und lebensfähige Commons-Verwaltung, Commons-Governance. Was bedeutet das jetzt bei Genossenschaften? Bei Genossenschaften ist es in der Regel so, oder das ist eigentlich immer so, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen eine ganz bestimmte Gemeinressource nutzt. Also im Fall von der Hostsharing EG ist es ein Blech, was wir gekauft haben und ins Rechenzentrum gestellt haben und auf eine kluge Art und Weise miteinander vernetzt haben, sodass wir also Redundanzgruppen erstellt haben. Dadurch haben wir dann etwas, was wir Community Cloud nennen, bekommen. Und diese Ressource wird gemeinsam gepflegt. Bei Wohnungsgenossenschaften sieht man das auch, das Prinzip. Es gibt eine bestimmte Siedlung, also bestimmte Häuser innerhalb der Stadt, die von bestimmten Leuten, nämlich die allesamt Mitglied dieser Wohnungsgenossenschaft sind, bewohnt werden. In Deutschland gibt es die DENIG EG, die verwaltet die toplevel-domain.de, macht sie sehr gut, ist relativ günstig und macht sie auch sehr ohne große Geräusche. Funktioniert wunderbar. Wenn man das mal vergleicht mit freier Software, dann sieht man sofort, bei freier Software ist das ein bisschen anders. Da ist zwar einerseits bestimmt, was es ist, also dass die Lizenz liegt fest, das ist jetzt ein Stück freie Software, aber die Nutzer sind nicht festgelegt. Das heißt, prinzipiell kann jeder das nutzen. Ist also völlig frei. Von daher ist es schwierig, von Softwareanwende zu sprechen. Weil man kann das zwar so nennen, aber schon die erste Regel, die Elinor Ostrom identifiziert hat, wird nicht erfüllt bei Software, weil jeder sie nutzen kann. Beim Fediverse ist es auch so ähnlich. Man hat angefangen, Leute mit großem Engagement haben Instanzen aufgesetzt von Mastodon, haben alle Leute reingelassen und nach einer gewissen Zeit wurde die Arbeit immer größer, die Kosten wurden größer, es mussten größere Server angeschafft werden, die Kosten waren zu groß oder die Anstrengung war zu groß und dann haben sehr, sehr viele Instanzen auch schon wieder zugemacht. Die zweite wichtige Regel lautet Kongruenz. Die Regeln für die Aneignung und Reproduktion einer Ressource entsprechen den örtlichen und den kulturellen Bedingungen. Aneignungs- und Bereitstellungsregeln sind aufeinander abgestimmt. Die Verteilung der Kosten unter den Nutzern ist proportional zur Verteilung des Nutzens. Auch hier sieht man, wie das in bestimmten Bereichen geregelt werden kann. In der Wohnungsgenossenschaft
hat man Wohnhäuser. Da gibt es die Bedürfnisse der Menschen zu wohnen. Die sind unterschiedlich von Land zu Land. Und es gibt natürlich in jedem Land unterschiedliche Bauvorschriften. In Deutschland gibt es sogar in jedem Bundesland unterschiedliche Bauvorschriften. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Community Cloud, die wir von Hostsharing aus pflegen. Da gibt es natürlich IT-Bedürfnisse unserer Mitglieder. Die sind sehr spezifisch. Und es gibt diese ganzen Internetstandards, Internetprotokolle, also diese ganzen technischen und auch teilweise juristischen Gesetzmäßigkeiten, die wir beachten müssen. Ganz wichtig ist, dass die Kosten, die entstehen bei der Reproduktion der Gemeinressource oder die Kosten, die entstehen durch die Nutzung der Gemeinressource, proportional auf die Nutzer umgelegt wird. Das ist also ein ganz wichtiges Prinzip, was wir bei Hostsharing auch sehr hoch halten. Das geht also bis dahin, dass es bei uns also nicht diesen sogenannten unbegrenzten Traffic gibt. Viele Hosting-Unternehmen werben damit unbegrenzter Traffic. Der ist natürlich nicht unbegrenzt. Er wird dann irgendwo mal gedrosselt vielleicht im Hintergrund. Aber bei uns wird wirklich abgerechnet für das, was man nutzt an Traffic. Wenn man das so macht, dann entsteht eine gewisse Kostentransparenz. Und die Kostentransparenz ist auch notwendig. Das heißt, unsere Mitglieder in unserer Genossenschaft müssen wissen, wo die Kosten bleiben. Also was kostet die Technik, was kosten die Mitarbeiter, was kostet der ganze Betrieb von den Rechnern im Rechenzentrum. Und das können die eben auch einsehen. Ne? Also jedes unserer Mitglieder kann zum Vorstand gehen und sagen, gib mir mal die BWA bitte. Bei freier Software und bei Fediverse-Instanzen ist das nicht so. Da ist wiederum, jeder kann es nutzen, keiner muss bezahlen. Deshalb fängt man an, um Spenden zu betteln. Also freie Software, Fediverse-Instanzen sind im Großen und Ganzen selbst ausbeuterisch gepflegt, werden parasitär genutzt und sind prekär finanziert durch Almosen. Die dritte Regel, gemeinschaftliches Entscheiden. Die meisten Personen, die von einem Ressourcensystem betroffen sind, können an Entscheidungen zur Bestimmung und Änderung der Nutzungsregeln teilnehmen, auch wenn viele diese Möglichkeit nicht nutzen. Auch das ist eine Grundregel, die in der Genossenschaft in der Regel erfüllt ist, weil sie ist demokratisch aufgebaut. Die Mitglieder versammeln sich in der Generalversammlung und wählen dort den Aufsichtsrat. Und bei uns wählen sie auch den Vorstand. Also unser Vorstand und unser Aufsichtsrat werden von den Mitgliedern gewählt. Dadurch, dass unsere Mitglieder, also die Nutzer der Ressource, auch die Chefs im Unternehmen sind, also die Anteilseigner im Unternehmen sind, kommt es eben dazu, dass das Angebot auch ausgehandelt wird. Und zwar auf Basis der Bedürfnisse, der Bedarfe der Mitglieder. Normalerweise denkt sich ein Investor, mit welcher Idee könnte ich mal richtig viel Geld machen, führt das dann ein und schaut, ob es ein Markterfolg wird oder nicht. Bei uns ist es anders. Wir müssen nicht Gewinne maximieren für externe Investoren, sondern wir müssen gute Leistungen für unsere Mitglieder erbringen. Und so ist es eigentlich in jeder Genossenschaft. Das ist so ein Bild, was ich immer ganz gerne benutze, um Hostsharing darzustellen, aber es gilt auch wirklich für alle Genossenschaften. In diese ganzen vielen Punkte, das sind alle die Leute, die unsere Community Cloud nutzen. Die haben große Pakete, kleine Pakete, völlig egal. Gibt ein reichhaltiges Angebot. Und das sind alle unsere Nutzer. Und das sind auch alles Mitglieder. Und das sind auch alles die Eigentümer der Gemeinressource. So einige von denen sind angestellte Mitarbeiter, sind aber gleichzeitig auch Mitglieder der Genossenschaft. Einige gehören zum Vorstand, einige gehören zum Aufsichtsrat. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine große Identität, es gibt eine große Gemeinsamkeit von sich überschneidenden Interessen. Jeder Beteiligte ist daran interessiert, dass der Gemeinressource der Genossenschaft gut geht. Monitoring der Nutzer und der Ressource. Es muss ausreichend Kontrolle über Ressourcen geben, um Regelverstößen vorbeugen zu können.
Personen, die mit der Überwachung der Ressource und deren Aneignung betraut sind, müssen selbst Nutzer oder den Nutzern rechenschaftspflichtig sein. Also die Mitarbeiter, die gucken, was verbraucht denn das Mitglied auf unserer Community Cloud für Ressourcen oder welche Ressourcen nutzt es, sind gleichzeitig Mitglieder der Genossenschaft. Das ist natürlich relativ einfach. Also die Elina Ostrom hat sich da mit Fischereibeständen beschäftigt, also mit Ressourcen, wo das Monitoring relativ schwierig ist, weil man kann nicht immer ins Meer gucken, schauen, wie viele Fische sind noch da. Bei uns geht das relativ einfach, muss es einfach technisch machen. Also man muss das Monitoring einbauen, dafür haben wir eine Software entwickelt, die also den Zugang zu den Ressourcen kontrolliert und den Verbrauch misst und die Nutzungskontrolle. Das ist auch genauso wie in der Wohnungsgenossenschaft. Die wissen ganz genau, wer wohnt in welcher Wohnung und wie toll ist die Wohnung und was kostet sie. Auch hier ist wieder klar, bei freier Software, bei Fediverse gibt es nur ganz, wenn überhaupt, nur ganz, ganz eingeschränkten Monitoring. Abgestufte Sanktionen. Verhängte Sanktionen sollen in einem vernünftigen Verhältnis zum verursachten Problem stehen. Die Bestrafung von Regelverletzungen beginnt auf niedrigem Niveau und verschärft sich, wenn Nutzer eine Regel mehrfach verletzen. Zum Hintergrund. Als Elina Ostrom ihr Buch geschrieben hat, ihre Untersuchung gemacht hat, war das Wort von der Tragödie der Allmende in aller Munde. Die Leute haben gesagt, es geht also zurück auf einen Mikrobiologen, Hardin, der hat gesagt, wenn wir eine Gemeinschaftsweide haben, dann werden alle Nutzer versuchen, möglichst viele Tiere auf die Weide zu treiben, damit man also möglichst viel Nutzen aus dieser gemeinschaftlichen Ressource hat. Und das führt dann über kurz oder lang dazu, dass die übernutzt wird und kaputt geht. Und deshalb muss es natürlich auch Sanktionen geben, die das verhindern. Und ja, bei Host-Sharing ist es so, ich bringe das Beispiel ganz gerne, weil ich weiß es aus Gesprächen, wenn Leute sich für uns interessieren, dann lesen sie sich das so durch, was wir so anbieten, dann fragen sie, anderswo kriege ich immer unbegrenzten Traffic und bei euch, da muss ich jetzt so und so viel Gigabyte buchen. Und wenn ich das nicht einhalte, dann muss ich ja doppelt so viel zahlen. Ja, richtig. Allerdings wirst du auch sehr frühzeitig gewarnt. Und dann kannst du nachbuchen und dann zahlst du auch nur den normalen Preis. Das ist also sozusagen eine ganz klassische Sache, wo jetzt bei uns in der Genossenschaft halt immer diese Nutzung diskutiert wird. Weil ansonsten ist es klar, man bucht halt bestimmte Ressourcen, CPU, RAM, Speicherplatz. Und das ist dann auch mehr oder weniger okay. Und wenn man mehr braucht, dann bucht man aber mehr. Beim Traffic wissen die Leute nicht so genau, oh, wenn jetzt meine Seite ganz bekannt wird und irgendeiner eine DDoS-Attacke fährt, dann gibt es ganz, ganz viel Traffic und ich muss ganz, ganz viel bezahlen. Deshalb ist das immer so ein Punkt, worüber man sehr gerne diskutiert. Ja, was gibt es sonst noch? Natürlich kann es sein, dass irgendjemand nicht zahlt dafür, was er nutzt. Also Zahlungsverzögerung, das Mahnwesen, das gibt es alles bei einer Genossenschaft, weil eine Genossenschaft ist ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, was all diese Möglichkeiten natürlich zur Verfügung hat, die es auch sonst im Wirtschaftsleben gibt. So, wenn es ganz, ganz schlimm wird, also mehrfach Regeln verletzt werden in einer ganz, ganz furchtbar krassen Form, dann kann man natürlich ein Mitglied auch aus der Genossenschaft ausschließen. Wir haben festgestellt, dass Sanktionen, das hört sich immer so ganz furchtbar an, ne? So wie Strafe, so mit einer Peitsche und dann musst du ja ganz viel zahlen. Eigentlich sind Sanktionen Kommunikationsmaßnahmen. Die sagen nämlich dem Nutzer, hey, du nutzt jetzt irgendwie sehr intensiv diese Ressource. Denk daran, wir müssen auch dafür bezahlen. Und zwar alle gemeinsam. Und deshalb kannst du jetzt überlegen, indem du weniger nutzt oder indem du halt einfach hinzubuchst und dafür aufkommst, was du mehr verbrauchst. Also insofern würde ich so eine Sanktion, besonders wenn sie niedrigschwellig ist, auch eben als Kommunikationsmaßnahme sehen. Und was wir festgestellt haben, wir seitdem also auch in der Öffentlichkeit mehr und mehr darüber diskutiert wird, dass ja auch IT-Systeme
Strom verbrauchen und dass der Strom möglicherweise aus Kohlekraftwerken kommt und dass das dann so möglicherweise unser, oder nicht möglicherweise, sondern ganz sicher unser Klima schädigt, ist also auch die Sensibilität für eine starke Nutzung von IT-Ressourcen gewachsen. Vor 20 Jahren, als wir gegründet worden sind, war das noch nicht so. Konfliktlösungsmechanismen. Konfliktlösungsmechanismen müssen schnell, günstig und direkt sein. Es gibt lokale Räume für die Lösung von Konflikten zwischen Nutzern sowie zwischen Nutzern und Behörden. Das ist natürlich innerhalb der Genossenschaft auch klar geregelt. Wenn es Probleme gibt zwischen Mitgliedern und der Genossenschaft als Institution, dann wenden sich die Mitglieder an den Aufsichtsrat und sagen, hey, da stimmt was nicht, da ist irgendwas. Wenn es Konflikte zwischen den Mitgliedern gibt, dann kann eine Genossenschaft zum Beispiel eine Mediationsinstitution einrichten. Also Genossenschaften sind da sehr, sehr frei, die Mittel zu wählen, die sie haben wollen, die sie einsetzen wollen. Als letzte Instanz für Konflikte steht natürlich die Generalversammlung, die dann möglicherweise über den Ausschluss von Abwahl von Vorständen, Abwahl von Aufsichtsräten, Ausschluss von Mitgliedern entscheiden muss. Das ist alles relativ gut geregelt. Grundsätzlich setzen Konfliktlösungsmöglichkeiten immer eine Art von Institution voraus. Wenn die Leute sehr schnell vor die Gerichte ziehen, dann weiß man, es gibt da eigentlich keine richtig gute Institution, die das möglicherweise im Vorfeld löst, im Vorfeld den Konflikt bereinigen kann. Und natürlich bei so Ressourcen wie freier Software ist es auch wiederum schwierig. Welche Instanz könnte jetzt zum Beispiel Unternehmen auf die Finger hauen, die Software für Zwecke nutzt, die man irgendwie nicht so toll findet? Gibt es nicht. Siebte Regel, Anerkennung. Es ist ein Mindestmaß staatlicher Anerkennung des Rechtes der Nutzer erforderlich, ihre eigenen Regeln zu bestimmen. Das ist in den meisten Ländern durch ein Genossenschaftsgesetz geregelt, also zumindest in Deutschland. Das Genossenschaftsgesetz garantiert also Genossenschaften, sich selbst zu verwalten und eigene Regeln festzusetzen. Natürlich setzt so ein Genossenschaftsgesetz auch Einschränkungen oder Leitplanken, innerhalb deren man sich jetzt als Genossenschaft bewegen muss. Da ist in Deutschland zum Beispiel die Prüfungspflicht zu nennen, Zwangsmitgliedschaft in einem Prüfungsverband. Das hat alles so Vor- und Nachteile, macht es also zum Beispiel sehr relativ aufwendig, eine Genossenschaft zu gründen. Ich bin ja hier in einem Land mit vielen Genossenschaften. Ich habe mal nachgerechnet. Also wir haben in Deutschland 7.500 eingetragene Genossenschaften. In der Schweiz sind es 8.500. Wenn man das mal auf pro Kopf der Bevölkerung umrechnet, müssten wir in Deutschland 11-mal so viele Genossenschaften haben, um so genossenschaftsfreundlich wie die Schweiz zu sein. Also insofern, das hat sicherlich auch historische Ursachen. Dritte Reich hat der Genossenschaftsbewegung sehr stark geschadet. Da wurden Genossenschaften gleichgeschaltet. Die Art und Weise, wie Genossenschaften in der DDR geführt worden sind, hat der Genossenschaftsbewegung auch nicht gerade genützt. Und da sind also viele Sachen im Argen und in anderen Ländern ist es also durchaus besser als in Deutschland. Was besonders schlimm ist, es gibt in Deutschland eine nicht so besonders gute informelle Anerkennung von Genossenschaften. Wir haben das Genossenschaftsgesetz, wir haben die Prüfungsverbände, alles wunderbar geregelt. Aber bei Ausschreibungen werden zum Beispiel IT-Genossenschaften nicht gerade bevorzugt. Bei Förderprogrammen werden Genossenschaften auch nicht unbedingt beachtet, sondern da gibt es die Start-up-Seligkeit, da werden Start-ups gefördert mit öffentlichen Geldern, damit wieder irgendwas ganz Tolles erfunden wird und irgendein Mensch ganz fürchterlich reich wird, aber die Gesellschaft wahrscheinlich überhaupt nichts davon hat. Also insofern, da gibt es noch einiges zu wünschen übrig in Deutschland, aber ich denke mal, das Mindestmaß, was Elinor Ostrom fordert, ist auch in Deutschland gegeben.
Immerhin, Host-Sharing gibt es ja seit über 20 Jahren. Das erleben wir ganz gut mit. Und es gibt Genossenschaften, die sind deutlich älter. Eingebettete Institutionen. Wenn eine Gemeinressource eng mit einem großen Ressourcensystem verbunden ist, sind Governance-Strukturen auf mehreren Ebenen miteinander verschachtelt. Da gibt es auch den Ausdruck der polyzentrischen Governance. Das ist natürlich so eine Sache. Also das Internet hat eine sehr, sehr dezentrale Governance-Struktur. Da gibt es viele Institutionen, die da was zu sagen haben, die Normen festlegen, die Standards festlegen. Da gibt es natürlich auch wirtschaftliche Machtverhältnisse, die de facto Standards setzen, die man erfüllen muss, wenn man mitspielen will. Und von daher ist das so eine Sache. Also ob das jetzt so wirklich polyzyklisch okay ist oder nicht, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Aber unser Ziel wäre es natürlich, dass wir sozusagen dahin kommen, dass wir also eins, zwei, drei, mehrere Host-Sharing-Genossenschaften haben, die Hosting anbieten, also bestimmte Art von Cloud anbieten, und dass die sich dann möglicherweise zusammentun, um ein Rechenzentrum zu betreiben auf genossenschaftlicher Basis. Oder Konnektivität in einem anderen Rechenzentrum, um mal ein bisschen bescheidener anzufangen, bereitstellen. Da gibt es also durchaus ganz viel noch zu tun, noch ganz viel zu wünschen. Und im Großen und Ganzen ist das Ziel natürlich, wie holen wir uns das Internet zurück? Wir müssen Privateigentum, denn das Internet gehört heutzutage hauptsächlich privaten Firmen, privaten Unternehmen. Wir müssen Schritt für Schritt dieses Privateigentum in kleinen Schritten mal hier, mal dort einen Baustein rausreißen, also ein Privateigentum und in Gemeinschaftseigentum umwandeln, indem wir es in genossenschaftliches Eigentum umwandeln. Sprich, wenn wir genossenschaftlich wachsen, dann geht es uns irgendwann auch besser. Das kann man ganz konkret machen. Host-Sharing könnte 4-mal so groß werden wie heute. Dann würden wir wahrscheinlich eine ganze Menge Leistungen preiswerter anbieten können für unsere Mitglieder. Weil natürlich irgendwann auch Scaling-Effekte kommen, Skalierungseffekte kommen und die Sachen dann auch billiger werden. Und jeder, der Mitglied wird, trägt natürlich dann auch dazu bei. Und jeder, der Geld ausgibt bei Host-Sharing, gibt das Geld bei seinem eigenen Unternehmen aus. Es wird also, das Geld bleibt im Unternehmen. Und deshalb ist das praktisch dann das Ziel. Die Genossenschaft ist ja eine ziemlich alte Institution, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Hier ist mal so ein Plakat aus dem Hamburger Genossenschaftsmuseum. Da hat der Allgemeine Konsumverein für Chemnitz und Umgegend im Jahr 1926 60 Jahre Jubiläum gefeiert. Und was haben sie geschrieben? Aus kleinsten Anfängen zur Wirtschaftsmacht. Und das ist, glaube ich, das Ziel, was wir machen müssen. Wir müssen eine Wirtschaftsmacht aufbauen jenseits der großen Firmen, die wirtschaftlich den US-Konzernen und auch anderen Konzernen, die jetzt nicht aus den USA kommen, was entgegensetzen können. Weil ansonsten sind wir eigentlich nur Kunden von großen Konzernen in letzter Instanz, wo wir nichts zu sagen haben, wo wir keinen Einfluss haben und wir haben keinerlei Gestaltungsmöglichkeit. Gestaltungsmöglichkeit haben wir nur für Dinge, die uns gehören, die also in unserem gemeinschaftlichen Eigentum stehen. Ja, das haben die 1926 schon gesehen. Leider 10 Jahre später waren sie schon alle gleichgeschaltet. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls es Genossenschaften gibt, die anwesend sind, wir betreiben ein eigenes soziales Netzwerk auf Basis von Mastodon, geno.social. Wer dort einen Account haben möchte als Genossenschaft, kann uns gerne eine Mail schicken.
Vielen Dank, Jan-Ulrich, für diesen spannenden Vortrag. Man darf jetzt gerne an die Mikros gehen und Fragen stellen. Aber ich möchte gleich vorpreschen. Entschuldigung. Es ist ja sehr spannend zu sehen, dass man mit Genossenschaften dieses fragile Element von freier Software auch stützen kann. Meine Frage ist aber, wie bringt man Nutzerinnen dazu, keine Gratis- und mit Daten Bezahllösungen zu wählen, wo man unbeschränkt Nutzen oder Daten speichern kann? Wie bringt man sie dazu, auf diese genossenschaftlich organisierten Anbieter zu wechseln, wo man halt dann auch ein paar Euros oder Franken bezahlen muss? Ja, man muss wahrscheinlich positive Beispiele bringen. Die sind natürlich leider nicht so breit gesät. Also in Deutschland gibt es die DATEV EG. Das ist eine Genossenschaft von Steuerberatern, die vor vielen, vielen, vielen Jahren schon eine Genossenschaft gegründet haben, die eine Software programmiert, mit der man Steuererklärung machen kann. Und es gibt nichts in Deutschland, was so kompliziert ist und sich so schnell ändert wie eine Steuererklärung. Und deshalb sind die Steuerberater, die natürlich damit ihr Geld verdienen, auch durchaus bereit, dafür was zu zahlen. Und der Witz ist, es gibt bisher noch keine Konkurrenz für diese Software. Die ist also, der Abdeckungsgrad ist wahrscheinlich 100%. Also es gibt für Spezialsoftware eigentlich sehr, sehr gute Argumente. Wir beobachten zurzeit in Deutschland, es ist wahrscheinlich in der Schweiz auch so, die Bewegung solidarische Landwirtschaft. Und da gibt es ganz viele Leute, die sich überlegen, ja, da müsste man ja eigentlich irgendeine Art von Software konstruieren, die regelt, wer welchen Anteil von der Ernte bekommt und so weiter und so fort. Und da gibt es ganz, ganz viele Entwickler, die irgendwo vor sich hin entwickeln. Es wäre sicherlich vernünftiger, weil das ist ja eine spezielle Anwendung, ist also keine Massensoftware, wenn sich die einzelnen solidarischen Landwirtschaften zusammenschließen würden zu einer Genossenschaft, die diese Software entwickelt. Weil die Ansprüche sind ja gleich. Es geht natürlich noch weiter. Also auch die, zum Beispiel die ganzen Schulen und Kommunen, die jetzt bei Corona plötzlich Videokonferenzen machen mussten, die haben sich überall was zusammengesucht. Die haben auch bei uns angefragt, bei Hostsharing. Könnt ihr uns eine Videokonferenz machen? Da haben wir gesagt, ja klar, können wir das machen. Ja, aber wir wollen nicht Mitglied der Genossenschaft werden, weil wir müssen, wenn wir Mitglied der Genossenschaft werden, müssen wir unseren Finanzminister fragen. Das ist nämlich die Beteiligung in einem Unternehmen. Normalerweise so 1,5 Millionen aufwärts. Ne? Und bei uns kann man für 64 Euro Mitglied werden. Aber dafür muss ich dann den Finanzminister fragen. Also Spezialsoftware, sei es jetzt für Schulen, sei es für... also die Nutzer müssten sich zusammenschließen. Da halte ich es für sehr sinnvoll. Ganz allgemein zu sagen, hey Leute, die freie Software, da müsst ihr jetzt für spenden, kann man natürlich immer machen. Aber es bleibt eine Spende. Und es wird immer wieder beklagt, man hört es auch immer wieder, jetzt die Entwickler von Matrix haben beklagt, dass die Stiftung, die also das Protokoll spezifiziert für Matrix, dass denen das Geld ausgeht. Also es wird überall immer mal wieder beklagt, auch bei, ich meine, da steckt ja immerhin ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen dahinter, es wird immer wieder beklagt, dass da kein Geld ist. Es ist auch klar, weil für diese Zwecke eigentlich nicht das Geld da sein kann. Man muss eigentlich beim Betrieb der Software anfangen. Man muss sagen, sobald ich da also jetzt richtige Hardware hinsetze, bei den Mastodon-Instanzen zum Beispiel, das sollten nicht Einzelpersonen machen, sondern die Mastodon-Instanzen könnten zum Beispiel von schon bestehenden Institutionen betrieben werden. Wird ja auch zurzeit. Ne? Also da gibt es, habe ich jetzt gehört, sogar das ZDF in Deutschland fängt an, eine eigene Mastodon-Instanz aufzusetzen. Also das ist kurz vorm endgültigen Durchbruch. Ne? Aber auch der örtliche Sportverein kann eine Mastodon-Instanz aufsetzen und dann sagen, so, wer bei uns Mitglied ist, der zahlt ja schon für den Verein. Und dem bieten wir jetzt eben auch die Plattform Mastodon an.
So rum könnte es funktionieren. Also es kann wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man einfach so sagt, ja, ihr müsst jetzt für bisher freie Software was zahlen. Und bei den kostenlos Angeboten der großen Firmen, also Google Docs zum Beispiel, hören wir immer wieder, ach, das ist ja so toll, Google Docs. Ne? Da kann man natürlich leider nur sagen, wenn ihr immer diese Angebote nutzt, dann sind nicht nur eure Daten bei Google, sondern irgendwann gibt es bei uns auch nicht mehr das Know-how, solche Clouds zu verwalten, zu entwickeln und zu pflegen, weil wir das alles delegieren an andere. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was dann passieren kann. Wenn wir die Angebote, die uns so hingestellt werden, einfach so nehmen, wo aber die Leistung woanders erbracht wird, dann verlieren wir ganz viel Kompetenz und stehen irgendwann dumm da. Und dann haben wir niemanden mehr, der irgendwie bei uns eine Cloud führen kann. Oder die Leute fangen dann an, Google nachzumachen oder Amazon nachmachen zu wollen. Ja, Gaia X, weiß nicht, ob man das bis hier in die Schweiz gehört hat, ist ja der Versuch, eine europäische Cloud zu machen. Ja, was war der Effekt? Die ganzen großen Cloud-Betreiber, Google, Amazon, die sind alle mit in diesem Konsortium, was eine europäische Cloud machen will. Weil scheinbar in Europa kein Mensch weiß, wie sowas geht. Gut, dann gerne eine Frage aus dem Publikum. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Professor Ostrom hat ja Commons untersucht, jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Fischereien, Weiden und so, was ja alles endliche Ressourcen sind. Aber Software ist ja im Prinzip nicht eine endliche Ressource. Hat sie das auch bedacht für so Ressourcen? Oder kann man dann die Kategorien, also die Kriterien, die sie entwickelt hat, gar nicht anwenden auf nicht endliche Ressourcen? Oder kann man sie trotzdem anwenden? Also die Silke Helfrich, die in Deutschland die Commons-Forschung sehr weit vorangetrieben hat, die leider kürzlich ganz plötzlich verstorben ist, die hat den Satz geprägt, Commons sind nicht, sondern Commons werden gemacht. Und sie bleiben nur, wenn wir sie pflegen. Das heißt, Software ist vielleicht gar nicht die Ressource, über die wir hier sprechen. Die Ressource ist die Arbeitskraft der Entwickler. Und die ist endlich. Das heißt, das Stück Software, was da liegt, ist auch ruckzuck vergammelt. Das heißt, wir reden auch bei Software, reden wir von einer endlichen Ressource. Und das sagt eigentlich nur, dass die Unterscheidung zwischen rivalen und nicht-rivalen Ressourcen, wird ja auch manchmal die Unterscheidung getroffen. Also eine rivale Ressource ist zum Beispiel ein Apfel. Der kann nur einmal gegessen werden. Wenn ich den Apfel esse, könnt ihr den nicht mehr essen. Das ist eine rivale Ressource. Auch die Fische im Meer, die können nur einmal gefangen werden und einmal gegessen werden. So, und bei Software hat man immer gedacht, ja, das ist ja keine rivale Ressource, weil wenn ich die nutze, kannst du die auch nutzen. Und dann können wir sie alle nutzen. Ist alles kein Problem. Alles, es stimmt auch alles. Aber das ist nur das Produkt sozusagen. Also das ist so eine Art emergentes Phänomen. Die eigentliche Ressource, die da drunter steckt, das sind die Entwickler. Das ist die Arbeitskraft der Leute. Das ist die Kompetenz der Leute. Und die ist endlich. Dankeschön. Wir haben noch eine weitere Frage. Meine Frage geht tatsächlich in eine sehr ähnliche Richtung. Und zwar haben Sie auf der Folie 11 haben Sie das Wort parasitär benutzt. Ja. Und es geht eigentlich sehr in die Richtung, die Ressource, die Sie meinen, ist dementsprechend nicht die Software selbst, sondern die Arbeitsstunden, die der oder die Entwicklerin dort einfließen lassen hat. Ich würde aber argumentieren, das Wort parasitär ist dort immer noch falsch, also finde ich, weil die Personen, die das dann benutzen, also die Software selbst, und die dann, sagen wir, updaten müssen oder maintain, in vielen Fällen würden die das ja wieder republishen oder irgendwie mergen lassen oder sonst was. Also man wird quasi automatisch noch, Part von diesem Projekt dann. Also wenn man irgendwo Bugs gefunden hat im Code selbst, den man jetzt verwendet und merkt, oh, das könnte besser, dieser Algorithmus würde besser funktionieren, den würde man dann implementieren fürs persönliche Projekt und in vielen Fällen wird das ja dann trotzdem noch gepublished. Also im... Ja, das Giving Back, ne? Das genau. Tun einige, tun aber nicht alle.
Es muss ja wohl nur einmal geschrieben werden, also einmal korrigiert. Ja, aber das ist ja die meisten, also du nutzt die Ressource natürlich schon, die Software, oftmals ohne irgendwas zurückzugeben. Also das Wort parasitär ist natürlich bewusst hart gewählt, um das mal überspitzt zu sagen. Aber also das kann ich auch gerne streichen, wenn euch das zu hart ist, aber das ist also bewusst hart gewählt. Vielleicht noch eine zweite Anmerkung. Sie haben eine sehr angenehme Stimme. Bitte? Sie haben eine sehr angenehme Stimme. Ich habe eine angenehme Stimme. Genau. Danke. Sehr gerne. War ich mir gar nicht bewusst. Noch eine Frage. Wie groß kann praktisch eine Genossenschaft werden? Ich meine, wenn jeder Mitglied ist, ist es wie der Staat, wie in der Schweiz mit direkter Demokratie. Aber mit tausend von Leuten ist es schwer, dann irgendwie sich zu erwachen oder zu einer Einigung zu kommen, oder? Ja, es gibt natürlich Beispiele von Genossenschaften, die zu groß geworden sind. Wenn die Generalversammlung umgewandelt wird in eine Vertreterversammlung, dann wird es kritisch. Also das Argument ist oft, um eine Vertreterversammlung einzuführen, ist, ja, wir haben ja 10.000 Mitglieder, wo sollen wir die denn alle unterbringen? Wo ist denn der Raum oder so? Das Problem ist aber nicht die Größe, sondern das Problem ist die repräsentative Demokratie. Weil sobald man die einführt in Form einer Vertreterversammlung, also weg von der Basisdemokratie hin zu einer repräsentativen Demokratie, handelt man sich natürlich sämtliche Probleme ein, die mit der repräsentativen Demokratie kommen. Also die Zahl der Menschen, die man bestechen muss, wird stark reduziert durch die repräsentative Demokratie. Wir machen es Menschen mit viel Geld sehr, sehr einfach, mit wenig Geld sehr, sehr viel zu erreichen. Deshalb würde ich sagen, ja, es gibt eine Grenze, sicherlich. Wahrscheinlich muss man immer darauf achten, dass der Bezug der Nutzer zu der Ressource authentisch bleibt. Also wenn ich in einer Wohnungsgenossenschaft bin, die in meiner Stadt verankert ist, dann ist es egal, ob die 5.000 oder 20.000 Wohnungen haben. Wenn die aber schon in 5, 6 verschiedenen Städten oder möglicherweise sogar Ländern agiert, dann wird es problematisch. Dann ist der Bezug zwischen mir und den Institutionen innerhalb der Genossenschaft nicht mehr so direkt. Da gibt es sicherlich eine Grenze. Danke. Eine Punktlandung, würde ich sagen. Es ist 10 Uhr. Für heute ist es hier jetzt vorbei. Ich bedanke mich doch mal ganz herzlich, Jan Ulrich, für deinen Vortrag und auch an die Beteiligten, die dir Fragen gestellt haben.